In Berlin hat die alleinerziehende Mutter Marie Bender große Angst um ihre 17-jährige Tochter Lara. Die Auszubildende ist vor 2 Tagen entführt worden und schwer verletzt nach Hause gekommen und verstrickt sich seitdem in Widersprüche. Die Polizei vermutet mittlerweile, dass Laras Chef etwas mit dem Unfall zu tun hat. Mein Gott, endlich. Weißt du, dass ich mir unheimliche Sorgen um dich gemacht habe? Warum rufst du mich nicht zurück? Ich habe 100 Mal versucht, dich anzurufen, mein Gott. Ich bin nur jetzt da, Mama. Ist doch alles okay. Entspann dich doch mal. Ich soll mich entspannen? Tickst du noch ganz richtig, oder was? Du machst dir überhaupt keinen Kopf, dass ich hier sitze und mir Sorgen um dich mache? Interessiert dich überhaupt nicht, doch. Oder? Doch, aber ist doch jetzt alles okay. Ich bin doch wohl auf, bin doch hier. Lara, es ist überhaupt nichts okay. Lara, hör zu, dein Chef. Herr Reuter ist heute von der Polizei verhört worden. Ich bitte dich jetzt, sag mir die Wahrheit. Hat Herr Reuters was damit zu tun? Mein Chef? Erpresst er dich? Ist es das? Hä, wie kommst du denn jetzt auf meinen Chef, Mama? Ich verstehe das gar nicht. Ja, aber der wird doch nicht umsonst da verhört. Ich merk doch, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Schatz, du kannst doch immer zu mir kommen. Wir können doch immer miteinander reden. Bitte lüg mich nicht an. Rede mit mir. Ich möchte dir doch nur helfen. Was ist los? Bitte lass mich doch hier nicht so stehen. Warte mal kurz. Oh Mama, das ist wichtig. Ich muss da kurz rangehen. Wir reden einfach. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wir reden später, Mama, ja? Ich verstehe nicht, was mit meinem Kind los ist. Mein Gott, Lara hatte doch früher nie Geheimnisse von mir. Ich verstehe nicht, warum sie sich auf einmal so verändert hat. Wenn ich nicht bald rauskriege, was da los ist, dann drehe ich hier durch. Am nächsten Morgen nimmt der Fall eine neue Wendung. Die Polizei hat unterdessen mit einem Phantombild nach dem Entführer von Lara gefahndet. Kommissar Stefan Lüttke hat Lara für eine Gegenüberstellung aufs Präsidium bestellt. Marie und Anwalt Giorgio Fogliano begleiten die 17-Jährige. Hat Lara doch nicht gelogen? Dürfte ich die Männer vielleicht beim Profil sehen? Ja, klar. Die Herren bitte einmal nach rechts ins Profil drehen, bitte. Du hast ja auch die Stimme gehört, ne? Ja, richtig. Wollen wir noch eine Stimmprobe mitnehmen? Ja, gerne. Zur Sicherheit, ja? Ja. Okay, die Herren bitte wieder zurückdrehen und jetzt einzeln von 1 nach 4 vortreten und die Frage stellen, wo ist die Berliner Straße? Wo bitte ist die Berliner Straße? Wo bitte ist die Berliner Straße? Wo bitte ist die Berliner Straße? Wo ist die Berliner Straße? Ah, okay, es ist der. Der zweite von rechts. Der mit der 3. Die Nummer 3? Ja. Du bist ganz sicher? Ja. Dann können die. Ja. Danke, die Herrschaften. Die Nummer 1, 2 und 4 können dann austreten, bitte. Danke. Wer ist denn dieser Mann? Also ja, das ist Heiner Lürsdorf, ein Lehrer. Er fährt einen dunkelblauen Polo. Und laut Aussage von dem Kioskbesitzer hat er in jener Nacht eine Flasche Rotwein dort am Kiosk gekauft. Also ganz in der Nähe von der Stelle, aus der Lara ja aus dem Wagen entkommen ist. Oh, noch ein Lehrer? Tja. Was ist denn das für ein Schwein? Mensch, wir müssen sie doch wegsperren. Ich möchte meine Tochter jetzt gerne nach Hause bringen. Ja, spricht nichts dagegen. Ja, vielen Dank. Komm, Schatz. Alles gut, erstmal. Vielen Dank. Fast zu perfekt, um wahr zu sein. Aber gut, alles, was Lara über den Täter geäußert hat, trifft nur mal auf diese Person zu. Jetzt warten wir mal ab, ob er sich selber äußern wird und wie er sich dann äußert. Nachdem der mutmaßliche Entführer offensichtlich gefasst ist, kehrt in Maries und Laras Leben langsam wieder Ruhe ein. Als die beiden am nächsten Tag einkaufen gehen wollen, kommt es zu einer bedrohlichen Begegnung zwischen Lara und dem Hauptverdächtigen Heiner Lühlsdorf. Hallo Junge,
Frau, mein Name ist Heiner Lühlsdorf. Wie kommen Sie dazu, mich bei der Polizei als Entführer zu identifizieren? Lassen Sie mich los! Sie kommen jetzt sofort zur Polizei mit Aber Sie tun mir nichts! Was machen Sie denn hier? Sind Sie verrückt geworden? Aber lassen Sie sofort meine Tochter los! Ich kenne Ihre Tochter doch überhaupt nicht. Sofort, Lara, bitte geh rein. Verschwinden Sie von hier! Sofort! Ich rufe die Polizei! Sie machen Sie, dass Sie wegkommen! Verschwinden Sie! Ich krieg doch nie wieder einen neuen Job, ich bitte Sie! Wirklich! Ich habe Ihre Tochter noch nie gesehen, ich kenne Sie gar nicht. Ich kann das nicht sehen, es muss eine Verwechslung sein, glauben Sie mir! Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich es Ihnen sage. Bitte gehen Sie jetzt einfach! Aber warum glauben Sie mir denn nicht? Lara, bitte sag mir, dass da nichts dran ist. Kind, ich bitte dich. Sag mir die Wahrheit. Ich merke doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das ist alles ganz, ganz kompliziert, Mama. Ganz kompliziert. Lara, ich bitte dich. Egal, was es ist, raus jetzt damit. Sag die Wahrheit. Vielleicht sollten wir uns erstmal setzen, Mama, bevor ich dir das erzähle. Mir fällt es überhaupt nicht leicht. Komm schon. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Erzähl's einfach. Das Ganze ist leider alles erfunden. Ich habe mir leider alles ausgedacht. Das ist nicht dein Ernst. Doch, Mama, leider, es ist wirklich leider mein Ernst. Aber das darf nicht wahr sein. Sag mal, warum machst du sowas? Bist du verrückt geworden? Der Mann hat kleine Kinder, der ist verheiratet. Du kannst doch nicht irgendeinem wildfremden Menschen das ganze Leben ruinieren. Spinnst du? Was denkst du dir dabei? Es war nicht meine Absicht. Ich wollte sein Leben nicht ruinieren. Es war nicht meine Absicht. Du musst mir das glauben, Mama. Aber ich hatte eine ganz, ganz dumme Idee gehabt. Und dann habe ich die Autoschlüssel meines Chefs geklaut und seinen Wagen zu Schrott gefahren. Lara, du kannst doch überhaupt nicht Auto fahren! Wie kommst du auf sowas, Lara? Hast du eine Vorstellung davon, was du da gemacht hast? Geh bitte einfach hoch auf dein Zimmer. Dir ist schon klar, dass wir zur Polizei müssen und das richtigstellen, oder? Geh bitte einfach hoch. Mein Gott, ich weiß nicht, was in das Mädchen gefahren ist. Wie kommt die da drauf, einen wildfremden Menschen zu beschuldigen? Ich erkenne meine Tochter überhaupt nicht mehr wieder. Das darf doch alles nicht wahr sein. Und sie hat angeblich das Auto gefahren. Die hat doch noch nie eine Fahrstunde gehabt. In Berlin hat Lara Bender einen wildfremden Mann beschuldigt, sie entführt zu haben. Angeblich hat die 17-Jährige davon ablenken wollen, dass sie den Sportwagen ihres Chefs zu Schrott gefahren hat. Ihre Mutter Marie und Anwalt Giorgio Forliano bezweifeln das. Sie wollen herausfinden, ob Lara überhaupt Auto fahren kann und somit als Täterin in Frage kommt. Okay. Lara. Ja. Ganz ruhig. Okay. Ja? Du bist doch schon mal Auto gefahren. Links hast du die Kupplung, rechts Gas, Mitte ist die Bremse. Ja, ja. Den Gang hast du ja gerade schon gefunden. Ja, okay. Einfach starten, Kupplung gedrückt halten. Gang reinmachen, langsam die Kupplung kommen lassen, langsam Gas geben und ganz langsam dich fortbewegen. Okay? Ja. Genau. So. Genau, Kupplung gedrückt, Gang, Kupplung verbrennt. Genau, langsam jetzt kommen lassen, ja. Langsam Gas geben. Okay, ja. Okay. Ja, genau. Langsam Gas geben. Oh Gott. Lass uns bitte aussteigen. Du willst Auto gefahren sein? Das ist doch lächerlich. Scheiße. Lara. Du bist doch in deinem ganzen Leben noch kein Meter Auto gefahren. Die haben deine DNA nur auf der Beifahrerseite des Sportwagens von deinem Chef gefunden. Nicht auf der Fahrerseite. Jetzt komm, rück mit der Wahrheit raus. Wer ist denn gefahren? War es dein Chef? Nein. Nein, ich weiß nicht, was immer mit meinem Chef ist. Mein Chef war nicht dabei. Keine Ahnung. Lara, die Sache ist jetzt wirklich ernst. Der Spaß hört langsam auf. Du hast jemand anderen wirklich belastet. Das ist ein Lehrer. Der ist verheiratet, der hat zwei Kinder. Du kannst dein ganzes Leben zerstören. Das mit dem Lehrer, das war wirklich ein Irrtum. Ich habe mich da einfach geirrt. Ach, ein Irrtum? Ach so. Ja. Gut, dann sollten wir aber ganz schnell zur Polizei fahren und den Irrtum mal aufklären. Was? Zur Polizei? Natürlich. Warum denn jetzt zur Polizei? Habe ich doch gerade gesagt, der ist Lehrer, der ist verheiratet, der hat Kinder. Du kannst dein ganzes Leben damit zerstören. Das ist ernst. Ja. Vermutlich hast du dich strafbar gemacht. Du kannst nicht einfach behaupten, jemand war irgendwas. Und wenn du jemand anderen deckst, dann kann das auch eine Strafvereitelung sein. Das muss dir mal klar sein, jetzt hört der Spaß wirklich auf.
Können Sie bitte das nicht machen? Können Sie bitte nicht zur Polizei gehen und das fest? Also, es ist mir nicht so lieb, aber ich kann das natürlich auch klären für dich. Aber wichtig ist, dass du jetzt wirklich bitte, mal mit bitte, ja. Ich flehe Sie ja, okay. an. Bitte gehen Sie dahin und machen Sie das. Ist kein Problem. Nicht nur, dass du schon wieder gelogen hast, jetzt bist du auch noch feige. Was kommt eigentlich als Nächstes, ha? Du lügst ja, wenn du den Mund aufmachst. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll, Lara. Mama, weißt du was? Lass mich einfach in Ruhe am besten. Während sich der Anwalt sofort auf den Weg zur Polizeiwache gemacht hat, um den zu Unrecht verdächtigten Mann zu entlasten, ist Marie ihrer Tochter gefolgt. Vor ihrem Wohnhaus wird sie Zeuge einer Auseinandersetzung zwischen Lara und ihrem Arbeitskollegen Chris Bohnke. Ja, aber du bist besser. Nach den ganzen scheiß Straßenrennen, das alles deine Idee war, nach einem Kackunfall, willst du mir sagen, ist besser? Ja. Jetzt, wo es eng wird, jetzt, wo es richtig, richtig eng wird, willst du mich absolvieren? Die scheiß Bullen kommen, das ist auch deine Schuld. Ja, du, ganz ehrlich, du als Vorbestrafter solltest mal ganz doll aufpassen. Ich bin überenttäuscht und ich hab die ganze Zeit Schmerzen und du behandelst mich so und kommst jetzt mit Beziehungspause? Steckst du dir sonst wohin, ich bin fertig mit dir, verpiss dich. Hey, du, bleib mal stehen. Ich hab genau gehört, worüber ihr da gerade gesprochen habt. Du steckst doch bis über beide Ohren mit drin in dieser Sache mit Reuters Sportwagen, oder? Was? Sie hat den Wagen in den Sand gefahren, hat sie selber gesagt bei der Polizei. Nein, ich habe euer Gespräch belauscht. Von wegen Scheißbullen und vorbestraft und Straßenrennen. Gib doch zu, dass das deine Idee war. Meine ich hab's Idee? Doch genau gehört. Meine Idee? Ich habe gar keine Idee. Laras Idee. Frag mal deine Tochter. Geh mal hin. Warte ab. Wir sind noch nicht fertig miteinander. So ein Mist. Das darf doch alles nicht wahr sein. Herr Fogliano, hier ist Frau Bender. Ich glaube, ich habe da was, was Sie wirklich interessieren könnte. Okay. Ich habe gerade diesen Chris getroffen, den Arbeitskollegen meiner Tochter. Ja, offenbar ist er auch ihr Freund. Ich glaube wirklich, dass der was damit zu tun hat. Mit dieser ganzen Sache mit dem Sportwagen. Nein, das nicht, aber da sind ganz merkwürdige Begriffe gefallen. Wie Straßenrennen, vorbestraft, Scheißbullen. Ich glaube wirklich, dass das seine Idee war. Okay. Gut, ja, das ist ja, ist okay. Dann danke erstmal für den Anruf, dann werde ich hier Bescheid sagen und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Vielen Dank, ja? Bis bald. Das war die Mutter von meiner Mandantin, Frau. Gibt's Neuigkeiten? Bender. Ja, und zwar, Sie haben ja gesagt, Sie haben DNA-Spuren gefunden. Ja. Von Lara und von Herrn Reuter. Ja. Gibt es noch andere DNA-Spuren, die Sie gefunden haben im Fahrzeug? Ja, 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 im KTU-Bericht war da noch was. Aha. Und zwar haben wir drei verschiedene Spuren gefunden. Ja, also ganz klar von Lara, von Herrn Reuter als Eigentümer. Ne? Ja. Und dann von einem Chris Bohnke. Der ist Angestellter in der Firma von Herrn Reuter als Monteur. Und der kümmert sich wohl auch in erster Linie um die Wagenpflege. Ist dieser Chris Bohnke vorbestraft? Haben Sie das gecheckt? Treffer. Bohnke, 27. Vorbestraft wegen mehrfacher illegaler Autorennen. Ja, da hat aber einer gründlich gepennt, oder? Volltreffer. Ich meine, dieser Chris Bohnke, das ist doch derjenige, der mich in der Firma Reuter auch angesprochen hat und wissen wollte, was mit Lara los ist. Jetzt weiß ich ja, warum er mich gefragt hat. Rechtsanwalt Giorgio Fogliano ist gemeinsam mit Kommissar Stefan Lüttke zum Firmensitz von Dirk Reuter gefahren. Als der Unternehmer von dem dringenden Tatverdacht gegen seinen Angestellten erfährt, setzt er alles daran, bei der Auflösung des Falls zu helfen. Herr Bohnke, ja, Sie stehen im Verdacht, den Wagen vor drei Tagen von Herrn Reuter entwendet zu haben. Moment, damit ein illegales Autorennen gefahren zu sein. Ja, und letztendlich auch einen Unfall verursacht zu haben mit Totalschaden. Ja, sicher. Herr Bohnke, Moment, Moment, Moment. Ja, Sie müssen dazu nichts sagen, ja, aber Sie können sich natürlich gerne dazu einlassen. Darf ich? Gerne. Ich warte nicht, ich warte nicht. Was denken Sie sich eigentlich? Sie kommen hierher und beschuldigen mich. Ich habe da keinen Grund dazu, das zu machen. Warum sollte ich das machen? Das ist doch Quatsch. Herr Bohnke, ich bitte Sie. Sie sind nun schon mehrfach aufgefallen wegen illegaler Autorennen. Ja. Okay, das ist aktenkundig, es ist uns bekannt. Ist klar, ein paar Jugendsünden und ich bin mein Leben lang der Kriminelle hier, oder was? Herr Reuter, Sie glauben das doch jetzt nicht, oder? Naja. Ich hab ein Alibi, ich war den ganzen Abend mit Lara unterwegs. Das Auto ist Schrott? Und, wer war's? Na, ich nicht. Herr Bohnke, Sie waren also den ganzen Abend mit Lara unterwegs? So ist es. Okay. Dem Herrn Anwalt ist noch eingefallen, dass an der Straße, wo das Auto verunglückt ist, eine stationäre Radaranlage steht. Und wenn man da halt so ein bisschen schneller unterwegs ist, hat die ja so die Eigenschaft, auch ein paar Fotos zu machen. Und genau so ein Foto haben wir jetzt.
Wollen Sie doch mal raufschauen? Schauen Sie mal, ist der Wagen von Herrn Reuter? Wer sitzt denn da auf dem Fahrersitz? Chris? Ja. Hallo? Ja. Wer sitzt auf dem Beifahrersitz? Lara. Ah. Die Schuldige. Lara hat mich gezwungen. Ach, kommen Sie, ja. Bunker. Ich weiß ja nicht, wo der Schlüssel... Ja, Lara hat mich gezwungen. Sie sowas machen. Ich weiß ja nicht, wo der Schlüssel liegt. Den hat Lara mir gegeben. Sie wollte unbedingt mal... Mein Auto ist ja. Und? Bedanken Sie sich bei Lara. Wirklich. Herr Bunker, ich glaube, das reicht jetzt. Also, wir nehmen Sie jetzt mal mit aufs Revier. Ja, und besprechen alles weitere dann. Ja. Ja. Meine Herren, nicht anfassen, komm doch mit. Danke für die Mitarbeit. Das ist so eine miese Nummer vor diesem Chris Bunker. Nach allem, was passiert ist, ist Lara jetzt in die Schuhe schieben zu wollen. Der kriegt seine gerechte Strafe, da bin ich mir sicher. Nach den dramatischen Wendungen der letzten Tage hat Anwalt Giorgio Fogliano am Abend gute Nachrichten für seine Mandantinnen. Chris wurde fristlos entlassen und wird sich vor Gericht wegen Kfz-Diebstahls, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten müssen. Vor allem, er hat ja schon ein paar Vorstrafen. Ich gehe davon aus, der wird wahrscheinlich erstmal eine Strafe ohne Bewährung kriegen. Das hat er auch redlich verdient. Klar. Gute Nachricht, was Ihre Tochter angeht. Herr Reuter hat gesagt, der verzeiht ihr die ganze Geschichte. Wenn sie sich in Zukunft wohlverhält, die Ausbildung vernünftig abschließt, dann ist es sogar so, dass er sagt, er könnte sich sogar vorstellen, sie zu übernehmen. Oh mein Gott, das ist wenigstens eine gute Nachricht. Eben. Oh. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste trotzdem gerne mal, was an dem Abend eigentlich passiert ist. Müssten wir wahrscheinlich mal Ihre Tochter fragen. Die müsste vielleicht mal was dazu sagen. Mama, das war leider wirklich auch meine Schuld. Ich habe wirklich die Autoschlüssel meines Chefs entwendet. Und eigentlich hieß es auch, dass Chris mit mir nur eine kleine romantische Spritztour machen möchte mit seinem Wagen. Und dann war eigentlich der Plan gewesen, den Wagen ganz unbemerkt auch wieder in die Garage abzustellen. Das war auch eine ganz beschissene Aktion, das kann ich auch sagen, aber... Ich hätte ihn doch niemals verraten. Nicht, wenn ich nicht herausgefunden hätte, was er für ein Arschloch ist. Ja, zum Glück hast du das jetzt herausgefunden. Ja, definitiv. Und du kannst so, du hast so ein Glück, ja, dass du weiter da arbeiten kannst. Mensch, ja, ich bin unheimlich dankbar. Ich muss ihm das auch irgendwie noch sagen. Ich muss das noch irgendwie in Worte fassen. Ich muss mich da herzlich bei ihm bedanken, weil das hätte ich jetzt auch gar nicht mehr gedacht. Und ich hoffe, ich werde irgendwas tun können, dass ich das sozusagen alles wieder gut machen kann. Hast du da? Ja, das wollte ich dir noch sagen, Mama. Natürlich. Ich wurde eingeladen. Vorladung als Beschuldigte, falsche Verdächtigung. Ja, richtig. Klar, Vortäuschung einer Straftat. Es war ja klar, dass das so kommt. Das habe ich dir auch schon vorher erklärt. Ja, das stimmt. Natürlich wird es jetzt ein Verfahren geben. Aber ich kann dir sagen, wenn du kooperativ bist und, und dich da auch reuig zeigst, dann werden wir auf jeden Fall da eine gute Lösung finden. Du wirst da auf jeden Fall glimpflich davon kommen. Ich glaube auch nicht, dass der Lehrer jetzt noch so einen Ärger macht, den du beschuldigt hast. Der ist ja auch froh, dass die ganze Sache vorbei ist. Also, ich kann echt nur sagen, Glück gehabt, dass du wahrscheinlich ganz glimpflich davon kommen wirst. Dankeschön. Das freut mich. Oh, kann wieder durchatmen. Echt drei Kreuze, Kind. Sowas passiert relativ oft. Eine Frau vertraut ihrem Mann oder ihrem Freund blind und der nutzt es einfach eiskalt aus. Leider hat sowas eben oft Konsequenzen. Lara muss sich jetzt verantworten, und zwar strafrechtlich. Im Raum steht hier falsche Verdächtigung, Vortäuschung einer Straftat. Wenigstens muss sie den Schaden an dem Fahrzeug von dem Chef nicht bezahlen, weil sie ist den Wagen ja schließlich auch nicht gefahren. Egal, was jetzt kommt, ich werde ihr auf jeden Fall beiseite stehen. Marie und Lara haben die Strapazen der letzten Tage enger zusammengeschweißt. Sie unternehmen auch wieder mehr miteinander. Heute sind sie gemeinsam auf dem Verkehrsübungsplatz, denn Laras erste Fahrstunde steht an. Super. Perfekt. Das hast du super gemacht, Schatz. Mama, ich muss dir sagen, das tut mir alles so leid, was in der letzten Zeit passiert ist. Die ganzen Sorgen, die ich dir eigentlich bereitet habe und auch die Sache da mit Chris, dass Chris mich eigentlich auch wirklich nur benutzt hat, um diese scheiß Straßenränder zu fahren und dass ich dich da die ganze Zeit so hintergangen habe, angelogen habe und dir so viele Sorgen bereitet. Ich habe ja gesehen, wie aufgelöst du immer warst und das hat mir auch wirklich wehgetan und dabei wollte ich dich auch nicht verletzen. Das weiß ich doch, Schatz. Aber jetzt zu sagen, ich bin ja überhaupt nicht mehr sauer, das wäre ehrlich auch gelogen. Ja, das glaube ich. Ich hoffe vor allem, dass du was daraus gelernt hast. Und dass du nicht noch mal, nur weil irgendein Kerl dir das sagt, anfängst, den letzten Blödsinn zu machen. Ja. Du musst auch ein bisschen auf dich achten. Das stimmt. Und vor allem habe ich über die Zeit gemerkt, dass du mir doch wirklich der liebste Mensch bist. Ach, und mich überhaupt nicht verlieren möchte.
Das wirst du auch nicht. Ne? Ich finde, wir sollten das jetzt auch abschließen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du so naiv dich nicht noch mal verhältst. Ne? Ich hoffe nicht. Ich denke, du hast deine Lektion gelernt. Definitiv. Ja. Ja. Wir sind allerdings nicht hier, ne, um jetzt hier eine große Schmuseaktion auszurufen, weil du musst nächste Woche selbstständig Auto fahren, mein Schatz. Also noch mal schön von vorne. Der bereits vorbestrafte Chris Bohnke ist zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Auch Lara wurde wegen falscher Verdächtigung zur Rechenschaft gezogen und zu 100 Sozialstunden in einem Kinderheim verurteilt. Lara steht für ihren Fehler gerade. 2 Monate später hat sie ihre Führerscheinprüfung mit Bravour bestanden.